Servus, mit diesem Video möchte ich dir die Einrichtung eines VNC-Servers auf dem Raspberry zeigen, damit dann auch du über einen sogenannten VNC-Viewer per Fernzugriff auf deinen Raspberry und dessen grafische Oberfläche zugreifen kannst. Also nicht nur über das SSH-Terminal, über Kommandozeilen, sondern schon direkt auf der grafischen Oberfläche. Man sieht hier nicht nur, was gerade auf dem Raspberry passiert, nämlich nichts, sondern wir können hier eigene Programme ausführen. Zum Beispiel gehen wir hier in das Python und können in der Shell einzelne Befehle schon mal ausführen. Erleichtert uns meines Erachtens, oder mir hat es sehr geholfen bei der Programmierung des Python-Programmes, weil ich dann den Code und die Shell, wenn sie ausführt, sehe und habe einen leichteren Zugriff als über das Terminal. Aber das ist Geschmackssache. Allerdings glaube ich, du schaust dir das Video auch an, weil dir eventuell die grafische Oberfläche besser zusagt. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, den Vorteil, wir können über ein externes Gerät, also ein Handy, also ein Smartphone oder Tablet, auch über einen VNC-Viewer darauf zugreifen. Das zeige ich dir jetzt hier im Anschluss gleich, um dann zurück wieder auf mein Bildschirmvideo zu kommen, wenn wir dann, beziehungsweise ich dir zeige, wie man über das Terminal diesen VNC-Server installiert und dementsprechend dann den Autostart einrichtet. Der Zugriff ist auch, wie jetzt gerade gesagt, über das Tablet möglich. Auch hier habe ich diesen VNC-Viewer auf dem Desktop des Raspis. Für den Zugriff über einen fremden Rechner auf die Desktop-Ansicht oder die grafische Oberfläche brauchen wir einen sogenannten VNC-Server auf dem Raspberry und das entsprechende Programm auf unserem Rechner, beziehungsweise wie gezeigt auch auf unserem Smartphone oder Tablet. Also, damit wir das installieren, öffnen wir unser Terminal-Programm, verbinden uns über den Befehl SSH, nicht SHH, sondern SSH, Pi als Benutzername des Raspi, dann mit der ermittelten IP-Adresse, wie im ersten Video gezeigt, über den Router, an dem der Raspi hängt. Das von uns vergebene Passwort. Solltest du nicht die Schritte, wie in meinem ersten Video gezeigt und der ersten Einrichtung durchgeführt haben und kein Passwort bisher vergeben haben als Admin für den Raspberry, so wird wahrscheinlich dein Passwort Raspberry sein. Der Hostname, den du jetzt hier bei mir als UR2Web siehst, ist der von dir vergebene Hostname bei der Einrichtung bzw. eventuell Raspberry Pi. Als erstes wollen wir nun den Server installieren. Dazu rufen wir den Befehl sudo apt-get install und wir wollen einen Server namens Tide VNC Server installieren. Es gibt wahrscheinlich auch andere
VNC-Server für den Raspberry. Ich habe mich für den entschieden, da ich anfangs in der gängigen Fachpresse diesen immer wieder vorgefunden habe und auch im Netz die meisten Anleitungen für den VNC-Server vorhanden waren und ich somit eigentlich keine Probleme hatte. Nachdem die Installation fertig ist, rufen wir einmal ohne irgend weitere Attribute den Server auf und wir müssen ein Passwort eingeben. Er wird dich jetzt nach einem Passwort fragen. Du gibst hier dein Passwort ein. Ich habe das natürlich auf meinem Rechner schon, er hat sich das gemerkt, dass das so ist. Und naja, also du gibst derzeit hier ein Passwort ein. Ich verwende hierzu das gleiche Passwort, was ich ihm schon eingegeben habe für den Raspberry, damit ich mir nicht 100 Passwörter merken muss. Dann fragt er dich, ob du ein Only- oder View-Only-Passwort haben möchtest. Ist für unsere Zwecke nicht notwendig, kann man aber natürlich mit Yes eines eingeben oder mit No, dass man eigentlich sowas nicht will, sondern Only View Passwort. Also das heißt dann nur schauen und nichts machen und sonst kannst du natürlich schauen und machen sozusagen. Nachdem wir das der da ist, müssen wir natürlich einen sogenannten Autostart eingeben. Der Autostart bedeutet, nachdem du den Rechner eingeschalten hast, soll natürlich auch der Service laufen, damit wir nicht erst den Service über das Terminal, also das Programm oder den Service starten müssen, sondern dass dieser direkt nach dem Hochfahren des Raspi da ist. Man könnte jetzt sagen, wenn man sehr prozessorlastige Anwendungen vorhat, kann das natürlich auch stören. Und dann könnte man natürlich abschalten, aber ich glaube, dass der Raspberry Pi, gerade der Zweier, das schon verträgt. Als nächstes wechseln wir in das Verzeichnis, und zwar Home, Pi, jetzt kommt ein Punkt, Config, Autostart, Auto. Start. Beziehungsweise wir wechseln, ich habe gesagt, wir wechseln, wir legen als erstes mal das Verzeichnis an und mit CD home p. config Autostart Autostart wechseln wir in dieses Verzeichnis. Man hätte natürlich jetzt auch mit dem nächsten Befehl, den wir machen, nämlich eine Datei anlegen über einen Texteditor, auch schreiben können Nano und hier dann Schrägstrich Home, Schrägstrich Pi, Punkt Config, Autostart. Ist aber, sage ich mal so, bei seinem langen Namen eventuell etwas schwierig und vor allem fehlerträchtig, weil der legt dann diese Datei einfach an. Linux ist da, sage ich mal, ziemlich, das ist nicht wichtig, ziemlich interessant, ziemlich rigoros, das wollte ich sagen. So, tide vnc.desktop. Nano ist, wie ihr seht, ein von Linux mit gelieferter Editor. Ein reiner Texteditor, ein ASCII-Editor, der ohne Schnickschnack seine Dateien schreibt. Als nächstes, halt, das war die falsche, beschriften wir den Inhalt Desktop, Entry, die Tasten, wer eine Apple-Tastatur eventuell hat, oder wie ich mit Apple arbeite,
Diese Sonderzeichen, diese eckigen Klammern befinden sich auf Alt 5 und 6. Dann haben wir den Typ Applikation. Applikation. Name. Das Ganze ist der Type VNC. Exec. Als was wir ausführen, VNC Server 1. Start up notify. Start up notify gleich false. Also soll heißen Startup Notify, also Meldungen beim Starten wollen wir keine. Speichern, wir nehmen die String-Taste. In dem Fall ist etwas schwierig, weil nämlich hier der, also nicht schwierig, der Nano zeigt uns hier die Befehle an und dieser Pfeil nach oben oder dieses Hütchen ist die String-Taste. Einmal String. X verändern, Puffer und dann ein Y für ein Y sozusagen, J für Ja. Dateiname zum Speichern, Type VNC Desktop und Enter und es ist geschrieben. Jetzt kommt unser Befehl sudo reboot. Wie im ersten Video schon gezeigt, man könnte auch schreiben sudo Shutdown, Bindestrich R, now, aber sudo reboot. Reboot ist natürlich interessanter. Und das mache ich jetzt. System geht jetzt runter. Und es wird natürlich etwas dauern. Connected, close. So, als nächstes gehen wir in das Internet. Also ich verwende ja, wie gesagt, den Real VNC. Es gibt mit Sicherheit auch noch andere Programme, zum Beispiel auch von Tide, einen VNC, müsste jetzt halt hier kommen, hier ist der Link, das ist also vom gleichen Anbieter, war natürlich für mich so, ich habe oder wollte einen Mac VNC, wobei Mac und Linux das auch wiederum übers System anbieten, aber etwas benutzerfreundlicher finde ich also diesen Real VNC Player, den es hier für den Mac, für Windows gibt und natürlich auch für den Tablet. Und als App. Nachdem ihr den VNC oder den von euch gewünschten VNC Player heruntergeladen habt, öffnet ihr ihn und gebt als erstes hier die IP-Adresse ein. Wird bei euch eventuell nicht anders sein. Und ganz wichtig ist dann dieser sogenannte Port, in dem Fall 5901. Den braucht er für die Schnittstelle, über den der läuft. Dann Connection. Ja, will ich. Jetzt fragt er mich nach einem Passwort. Das ist das Passwort, welches wir vorher für den VNC Viewer, also auf den Tide VNC, eingegeben haben. Okay. Und voilà, wir sind auf dem Raspi. Das ist der Raspi in unserer Oberfläche. Wir können jetzt hier den Dateimanager oder Dateimanager, den Explorer des Linux aufrufen. Hier sind die ganzen Programme. Man könnte jetzt sogar über Umwege, was natürlich Blödsinn ist, aber man kann es trotzdem mal machen, den Browser aufrufen.
Und über den Raspi wiederum surfen. Man sieht schon natürlich etwas langsam. Man muss sich natürlich jetzt auch vorstellen, welche Schleife das läuft. Der Raspi zeigt mir über das Netzwerk meine Seite dann selber wieder an. Aber möglich. Dann tun wir mal weg. Genau, das war's. Man kann jetzt natürlich, das habe ich, oder ich hatte mal Schwierigkeiten zwischenzeitlich mit der Einrichtung. Da hat irgendwas, sage ich mal, was auch immer, nicht mehr wirklich funktioniert. Kann man jetzt hier natürlich versuchen, eine Datei zu schreiben. Dazu kann man den Zubehör und einfach mal den Texteditor aufrufen, umbenannt, Hallo, Datei speichern, unter, wir speichern die auf dem Pi-Laufwerk und nennen sie bloß hallo.txt. Hallo.txt ist da. Kann man löschen oder auch stehen lassen, egal. Ist nur soweit interessant, sollte es nämlich, oder damit habe ich jetzt Schreib- und Zugriffsrechte über mein VNC-Server ausprobiert. Ich hatte irgendwann mal hier Probleme, dann konnte ich nämlich nicht mehr über den VNC, oder habe das eingerichtet und dann konnte ich nicht Dateien speichern. Also war das etwas hinfällig. Gut. Sollte jetzt bei dir hier das nicht möglich sein, weil du nämlich in der, wir gehen her, oh, das zeige ich euch jetzt gleich hier, im Terminal oder beziehungsweise in deiner Konfigurationsdatei nicht wie gesagt beziehungsweise gezeigt, Config, den Desktop als grafische Oberfläche startest, also den Raspi nicht als grafische Oberfläche, dann passiert das natürlich. Jetzt habe ich sudo Raspi config. So, hier ist es. Egal. Und zwar hier, halt nicht hier, Entschuldigung, in der 3 Desktop Look in S User P at Graphic Desktop. Das muss sein. Also solltest du, nein, wir haben es ja nicht geändert. Sollte eben das nicht möglich sein, weil, oder zu einer Fehlermeldung kommen, probier es aus. Über dein Terminal kannst du natürlich auch hinzugreifen, weil du hast ja das nicht gesehen. Sollte das irreführend gewesen sein, 168, 178, 31. Raspi config. Ja, sudo, vergesse ich immer, sudo als Admin ausführen. Und hier den eingeben. Ja, aber nur, wie gesagt, wenn du es nicht eingegeben hast. Im Normalfall, sage ich mal so, solltest du die erste Einrichtung so gemacht haben wie ich, beziehungsweise dein Raspi bisher über den Monitor gesteuert haben und nicht im Terminal und jetzt den VNC-Player über den VNC-Server bedienen, dann sieht es jetzt so aus.